Hallo und herzlich willkommen. Hier fliegen wieder die Loddeln. Wie man sieht, wir spielen zu dritt diesmal Viscera Cleanup Detail. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Level heißt, aber er wird sehr unterhaltsam werden. Ich bin Glenwand, ich bin 64, weiblich natürlich, wer hat's gedacht. Mit mir dabei ist die Von Yumi. Und der liebe Pesti. Hey. Ja, und wir machen uns jetzt dran. Ich mach mal den Briefing-Bildschirm hier wieder weg, damit ich euch mit meinen Loddeln verprügeln kann. Ich bin übrigens 67. Schmeiß ich euch die Prügel raus. Da, friss. So, und wir haben jetzt nichts anderes zu tun, als sauber zu machen. Oder die Kisten zu verkloppen. Was auch immer. Sagen, warum kann man mit rechts schlagen und mit links wischen? Was ist das denn? Wenn du was aufheben willst, pack am besten den Mob aus der Hand. Okay, wie machen wir das? Werden wir uns aufteilen oder... Nee, das muss schon hier in Teamwork gemacht werden, ne? Wo ist denn hier so ein Container zum Sachen wegschmeißen? Was macht ihr? Ja, ich glaube, wir müssen erstmal in den Eingangsbereich. Also, wir befinden uns im Eingangsbereich, aber die Maschinen stehen, soweit ich weiß, hier drin. Wir spielen einen wunderschönen Level. Na, dann aber los. Ah, guck mal hier, das sieht doch schon mit, mal... Mit Robotern. Na gut, dann bleibe ich hier. So, schon mal ein neues Eimerchen geholt. Da. Hier, guck mal, Pessi, ich hab deinen Sexroboter. Geil, ich hab den schon vermisst. Gib mal her. Warte, ich verzieh mich mal kurz hier in die Ecke damit. Oh Gott. Also den Wischeimer-Automat habe ich gefunden. So, also der Pesti ist in 10 Minuten wieder da. In 2 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, das Blut machen wir wie gewohnt als letztes. Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir die Teile verbrennen. Wo ist die Verbrennungsstation? Kisten ja, brauchen wir auch noch. Na? Was ist jetzt los? Was war das denn, was du mir gerade Salto gemacht? Elegant rumteleportiert. So, das ist sehr koordiniert, was hier wir hier machen. Sieht ja süß aus. Ah, cool. Ja, gut, super. Müssen wir jetzt nur alles nach oben schleppen. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich brauche eine Kiste, ich kann nicht anfangen. Naja, die groben Leichenteile, die können wir ja schon mal so nehmen. Aber ich, guck mal, wie stark ich bin. Ich bin eine schwache Frau von 64 Jahren und kann hier mal eben so einen Roboterfuß hochheben. Ja, ja. Nicht jede 64-jährige Frau ist schwach. Ich habe die Kraft der zwei Herzen. Guck mal, hier ist noch der Unterleib von einem Sexroboter. Dabei ist der Unterleib doch das Wichtigste. Den hast du vergessen, Pesti. Oh Gott, hier. Das sieht fast aus, als würde hier ein Claptrap liegen. Wo bist denn du überhaupt? Ich weiß nicht. Man verirrt sich hier ziemlich leicht. Unten. Pesti, ich habe hier sonst auch noch einen ganzen Körper, ne? Also, falls das eher was für dich ist. Nee, ich habe das brauche ich gar nicht. Ich bin schon fertig. Na denn. Ich habe das gar nicht nötig. Was ist hier mit dem Bluteimer? Wieso hast du das zugemacht? Damit das verbrennt. Oh, was ist das? Wie verbrennt das nicht, wenn es offen ist? Was hab ich denn jetzt hier? Ich glaube, es verbrennt schneller. Zumindest kann es nicht rausfallen dann. Ach, ich lasse das offen und stopf einfach alles rein. Ich habe gerade irgendeine komische Röntgenvision und ich weiß nicht warum. Ich habe hier nur dieses Ding angeguckt und plötzlich geht das hier voll ab. Jetzt müssen wir nur aufpassen, vielleicht sind die auch brennbare Sachen wie diese explosiven Fässer in dem anderen Raum. Oder das. Ich habe Musik gebracht. Was zur Hölle mache ich hier? Ach so, oh. Oh. Oh, du hast da eine... Ja, das Fass ist explodiert. Was macht ihr denn hier, Mensch? Ich Leichen hole Waffen hier noch raus. Nicht. Lieber Himmel. Was passiert hier? So, wieder ein Explosionsfach. Fass, Achtung. Ich mach mal die Tür zu, damit der Typ da irgendwie... Hat schon... Wieso, oh. So ein Fleischklumpen hier. Hat schon irgendwer eine Kiste gefunden. Wo sind denn die? War unbedingt was für hier Einzelteile. Hier ist der Kisten. Hier, um die Ecke. Hier. Hier ist immer sinnvoll, versucht. Weißt du so. Aber guck mal, weswegen ich den Level ausgesucht habe, ich zeige euch mal kurz das Easter Egg. Kommt mal mit. Jetzt denn wir haben hier neben den ganzen Robotern haben wir ein T-800. Ich bin tot. Und hast mich umgebracht. Irgendjemand. Ich kann nicht. Warum hast du ihn nicht stehen gelassen? Das ist. Ich fand es witzig, dass ich den aufheben kann. Guck mal. Lalalala. Ich hoffe, das ist gruselig, Mann. Wow. Was macht ihr denn da jetzt? Warte doch mal. Was seht ihr denn? Was treibt ihr denn? Hallo? Man kann die alle aufheben. Guck mal, die ganzen Dinger kann man hier aufheben. Ja. Ich hab grad mal den T-800 in der Hand. Boah, der leckt doch gar nicht weg. Was ist denn hier? Was? Also, seit ich dieses komische Ding erlebt habe, ich hab die ganzen blauen Punkte auf meinem Kann man bitte einer den Ofen aufmachen? Leg jetzt den doch einfach ab. Glaubst du, das bringt wirklich was, einen Terminator zu verbrennen? Das ist immer eine gute Idee. Hilft das? Immer. Ja, die Waffe muss da auch noch rein. Wo sind jetzt die Kisten? Du hast mir das immer noch nicht gesagt. Doch, da um die Ecke.
Nein, das sind keine Kisten hier. Doch, da kriegst du diese, da kriegst du diese Waffen und sowas. Das sind keine Kisten. Nein, hier. Wo denn? Ach, hier. Ah. Du rennst immer weg und sagst hier. Ich kann dich nicht von Juni auseinanderhalten. Vielleicht sollte ich die Namen einblenden. Warum denn nicht? Ich bin orange und grau. Du rennst wieder falsch hinterher. Kannst du mal die Musik ausmachen? Die ist ja furchtbar. Jetzt komm hier hin. Nein, ich bin schon wieder weg. Ich hab eine Kiste. Was ist das? Boah. Ja, boah. Ja, hier explodiert irgendwas. Aber wo kommt denn diese... Ach, die kommt hier raus. Ja, dann weg mit dem Ding. Ich hänge irgendwie irgendwie ist das so komisch. So, warte mal. Nochmal neu in die Hand nehmen. So warte, ich mach die Tür. Ach Gott. Oh mein Gott, das Güdel weg. Wie kriege ich jetzt diese komischen Punkte weg? Also irgendwie ist der Griffpunkt bei manchen Objekten sehr komisch. Ich habe auch große Probleme, irgendwas festzuhalten, ja. Das ist nicht... Jetzt habt ihr das Radio verbrannt? Ich habe ein Achievement bekommen dafür. Geil. Ich mache sowas. Ich wollte eigentlich den Besen hier. Weg da. So. Was zur Hölle? Ja, ich habe einen anderen Besen. Ich weiß zwar nicht, wie viel besser der ist, aber... Der stand hier übrigens rum. Was denn für ein Besen? So eine Art Schrubber. Du hast doch einen... Nein, ich habe jetzt so einen Schrubber. Guck. Ich glaube, du bist das jetzt hier, ne? Nein, ich bin unten. Ich bin in den Pestifarben. Jeder Zuschauer wird das erkennen. In den Pestifarben? Bist du grün? Orange und grau. Ach so. Mein Glendon ist grün. Wow, wo bin ich denn gestorben? Wer hat hier denn schon wieder die ganzen Cyborgs liegen lassen? Was soll denn das? Ja, ich dachte, die werden noch einmal gebraucht von Pesti. Du brauchst jetzt nicht jeden Cyborg-Unterleib aufheben. Nicht? Das ist nicht nötig. Nein, danke. So, ich hol mal ein paar Wassereimer. Was ist das hier? Aber guck mal, was in dem Spiel anders ist als zum Beispiel bei dem Santas Rampage, finde ich. Das ist diese Umrandung, wenn du was hochhebst oder so. Also wenn du ein Objekt hast, mit dem du interagieren kannst. Genau. Ich glaube, das war hier Activate, make your choice to exit. Ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig. Nein, da kannst du deine Arbeit beenden. Das wäre jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Nein. Ach, so schade. Gekündigt wird er später. Gefeuert wird später. Mann, diese rotzigen Teile hier. Achso, da wo der Terminator war, war übrigens auch noch, ich hole ihn mal eben die andere Waffe. Diese Strahlenkanone, mit der man, mir hat man zugeflüstert, die Löcher in den Wänden stopfen kann. Jawohl. Oder verschweißen, besser gesagt. Also hier in dem Cyborg-Raum, der ist ganz schön gruselig. Ich fühle mich ein bisschen beobachtet hier. Wo war die Waffe nochmal? Die war hier hinten irgendwo. Ah, die kannst du aber auch deployen oben neben dem Ofen. Da ist so eine Maschine dafür. So, ich hab sie. So, dann ist alles so laggy. Ja, irgendwie schon. Ich bleib teilweise an manchen Sachen hängen, wo eigentlich nichts ist. Bei mir ist das alles voll gut, aber ich habe stattdessen hier die ganze Zeit irgendeinen lustigen Grafikbug. Ich habe das Gefühl, ich hätte diese komische Schalttafel vorhin nicht anfassen dürfen. Was denn für eine Schalttafel? Ich weiß immer noch nicht, was du meinst. Ja, so ein Ding da oben. Und seitdem habe ich hier so ein komisches Ding im Gesicht. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das hilft jetzt nicht wirklich einzugrenzen, was bei dir passiert ist. Ich sehe alles im... What the... Oh Gott, ich dachte, was kommt da denn? Also ich sehe ganz viele Punkte. Das ist echt ein bisschen ablenkend. Punkte. Was machst du da? Ich schweiße die Löcher zu. So. Wollen wir dich erstmal sauber machen, bevor du irgendwas zuschweißt und den Dreck damit reinschweißt? Genau, dreckige Schweißnähte sind nicht gut, Glendon, die halten nicht. Oh, hier ist jemand langgelaufen, ja? Doch. Ja, was soll ich denn machen? Hier sind 1000 Patronenhülsen, ich muss jetzt mal irgendwie loswerden. Nein, ich meine, hier ist so ein, das sind so Vogelfußabdrücke, also ich glaube nicht, dass du das warst. Von einem Vogel, ja. Moment mal, wer gerade noch die ganzen Vogelbilder geschickt? Dann ist da Glendon langgelaufen. Wieso bin ich ein Vogel? Weißt du, bist du halt ein Vogel? Du bist doch hier der Mega-Vogel. Du hast doch den Vogel Award 2015 noch ergattert. Das stimmt gar nicht. Den hast du frecherweise in meinem Stream an einen Zuschauer vergeben. Ja. Hier, guck mal. Hier, ich hab was für deinen Mülleimer. Passt der hier rein? Ja, ne? Ich fürchte... Das Wieso passt doch rein? Sag ich, was kein Problem ist. Rein da mit dir. Was kommt denn bei dem da raus? Ach, das ist eine Krawatte, sah aus wie seine Zunge. Hallo, der sollte da rein. Der hat eine rote Krawatte, Mensch. Der passt da rein. Nein. Du musst ihn nur ein bisschen reinstopfen. Nein, weg damit. Boah, guck doch mal, wie Kisten viele. Du kannst doch gar nicht verbrennen hier, ey. Ja, okay, guck wo mal, ist nochmal der Ofen? Oh. Da hinten. Da. Nein, guck mal, wie viele Patronenhülsen da drin sind. Ich will die jetzt nicht auskippen. Aber da soll doch dieser Typ rein. Warum hast du den Ofen mit Kisten blockiert? Weil der obere jetzt brennt. Ja, aber.
Jetzt lass es doch einmal verbrennen. So. Passt. Der brennt sogar im Schritt gerade. Und jetzt ist er runtergefallen. Oh nein, aber er brennt ja weiter. Also ist das, oh nein, der hat aufgehört zu brennen. Einfach ein bisschen Platz machen hier, so. Ah, okay. So, eins nach dem anderen. Ja, die großen Kisten, da ist übrigens Zeug drauf. Was zum... What the... Das passt nicht auf einmal, warum glaubst du mir denn nicht? Weil ich nichts auf Physik gebe, das kommt da rein. Nein, weil du unbelehrbar bist. Was zur Hölle ist mit diesen Blöden? So, geht doch. Ja, dann passt das auch noch, ne? Ja, wenn du den noch ein bisschen reinstopfst. Warte mal, wir machen erstmal die Tür zu. Guck mal, ich kenne das ja so, einfach alles reinstopfen und dann Tür zu. Siehst du, und schon geht das alles. Übrigens, bist du gerade ein Mann. Ich? Nein. Ich? Ja, ja, ich bin ja auch schon gestorben, ich bin nur noch 47. Wie bist du denn gestorben? Das heißt, der Mann ist die Reinkarnation einer Frau? War das nicht andersrum? Wurde nicht Eva aus Adam geschaffen? Ja, in diesem Fall anscheinend nicht. Was machst du denn da? Das passt nicht. Das aber es passt. Lass das jetzt verdammt auf sein. Das passt zu. Doch nicht, Mann. Mann, jetzt mach mal die Tür wieder auf hier. Ja, ich hab hier... So. Das ist eine elegantere Art und Weise, diese Container zu entsorgen, ohne dass die hier erdauern. Jetzt hau doch mal ab, Mann. Bitte sehr. Passt das da auch noch rein? Passt. Ja, passt. So. So, ich bring mal was Lustiges mit. Wie bist du überhaupt gestorben? Wie hast du das denn gekriegt? Ich bin irgendwo langgelaufen und plötzlich hatte ich einen Herzinfarkt. Ich weiß noch nicht, warum das passiert. Das ist ja mit 64 kann das schon mal passieren. Ja, sowas geschieht. So. Oh Mann. Ach, mach dir erst unten alles fertig. Eigentlich ja, laufe ich nur rum und mach gerade nicht allzu viel Produktives. Ich auch. Ich versuche es unten fertig zu machen, aber. Ich habe ist ziemlich fertig. Noch mal nicht. Nein, nein. Aha, das ist ja interessant, was man hier alles einstellen kann. Wow! Was ist das denn? Was ist denn jetzt passiert? Oh. Jetzt hast du noch mehr blaue Punkte. Ja! Warte mal, was passiert hier? Dann bin ich im Stuff Room. Kann ich da wieder draufkommen? Das ist irritiert ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Von Yumi left the game. Ja! No! Hey. Das ist aber tragisch, was machst du denn? Ja, diese Punkte irritieren einen ein bisschen. Warte. Ich bin ja gleich die Punkte. Wieder dran. Ja, wirklich, das sieht aus, als ob mir irgendjemand... Ich weiß nicht, was da passiert ist. Fährst du auch nach Flensburg und meckerst rum, dass die Punkte dich irritieren? Was hat denn das mit Flensburg zu tun? Da gibt's Punkte. Punkte in Flensburg. Oh, Mann, wie du den gerissen hast. Oh. Schwach. Ja, sehr schwach. Also, hast schon bessere gebracht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hab... Ach, guck mal. Man kann die Maschinen hier benutzen. Was für Maschinen? Ja, das habe ich dir doch die ganze Zeit gesagt. Da kommen Hilfsmittel raus, zum Beispiel so eine Waffe, wenn du sie noch brauchst. Oder irgendwelche, keine Ahnung, was das ist. Ey! Ja, kann man benutzen. Was denn los? Du hast mich mit weggeschoben. Ah. Na, kann ich jetzt hier wieder connecten oder eher nicht so? Alter. Ja, probier's, ne? So wie vorhin. Yay! I'm back. Ich muss aufpassen, wenn ich irgendwie wieder über die Schalttafel angucken, weil das ging echt so... Okay... Jetzt stecke ich im Boden. Ah, ich sehe wieder was. Cool, ich bin 22. Oh, das kommt ja sogar voll gut hin. Oh, ich kann wieder 24. Sehen. Ich sie hat das Augenlicht wieder bekommen. Wieder sehen. So. Könnt ihr mal eure dreckigen Eimer hier nicht immer rumstehen lassen? Das ist unmöglich. Du warum ist hier ein Wein drin? Nicht geguckt, wa? Also ich kann mich warum nicht erinnern. Ist hier warum? Guck dir das an, warum ist da Wein drin? Der war da schon nach 2 Minuten drin. Ich weiß nicht warum. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich kann mich auch übrigens nicht erinnern, jemals einen Eimer geholt zu haben. Das müsst ihr gewesen sein. Ich hab das Bein verloren. Oh. Ich pack mal lieber wieder in den Eimer. Kriegsveteran in Bond, Yumi hat ein Bein verloren. Jetzt spenden. So. Genau, das Spendenkonto wird jetzt unten eingeblendet. Genau. Nein, spendet mir bitte Beine. Was soll ich denn mit Geld? Spendet auf patreon.com/pesti. Oh Gott, was ist das denn? Was habt ihr mit dem Ofen gemacht? Der ist ein bisschen zu. Oh Gott, da steckt jemand in der Tür. Ja, den habe ich da gerade reingestopft. Was stimmt da damit nicht? Ich habe das Gefühl, wir brauchen einen neuen Ofen. Ach, wieso? Alles gut. Nein. Also, weil die Amazon-Rezession hat gesagt, der Ofen ist gut. So. Alter, ich war noch nicht fertig. Man muss noch mehr rein. Was ist denn jetzt passiert? Ich habe dich hochgehoben. Komm her, du. Komm her.
Wieso kann ich dich nicht hochheben? Komm her. Nee, bleib mal stehen, wenn ich hier irgendwas in der Hand habe. Jetzt weiß ich nicht, wo du bist, da vorne. Ja. Da kann ich ihn einfach hier so wegschieben. Hier, so. Ja, so zum Beispiel. Genau, gib das mal her. Das mache ich mal.